Eine weitere schnelle und einfache Variante, unser Tarp mit einem Schrägdach aufzubauen, ist, das Seil gleich durch die Ösen zu ziehen. Dazu mache ich wieder in ein Seilende unsere Schlaufe. Ziehe es um den Baum herum und ziehe das lose Seilende nun durch die Schlaufe hindurch. Und auf der zweiten Seite nehmen wir jetzt wieder unseren Klemmknoten, denn dadurch können wir das Ganze richtig schön straff spannen. Jetzt noch alles mittig ausrichten und die zweite Seite am Boden abspannen. Und schon ist das Ganze fertig. Sollte dir das zu unsicher sein, da es keine Fixierung hat, kannst du auch mit einem kleinen Stück Schnur und einem weiteren Klemmknoten das Ganze hier fixieren. Für den Klemmknoten, um das Ganze hier zu fixieren, nehmen wir ein kurzes Stück Schnur, legen es doppelt und gehen einmal herum, zweimal herum, ziehen alles schön fest, sortieren das Ganze noch ein bisschen. Und können das alles jetzt an der Schlaufe festmachen. Und anziehen. Und sollte der Boden mal feucht sein, können wir diese Konstruktion ganz einfach in ein Schrägdach mit Boden umbauen. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt.
Und ruckzuck haben wir eine Variante mit Boden, sodass wir von der Bodenfeuchtigkeit geschützt sind. Du siehst also, mit einem Tab hast du unzählige Möglichkeiten, dein Lager aufzubauen. Zum Schluss zeige ich dir noch eine ganz schnelle Methode, wie du mit einer gespannten Leine dein Tab zu einem Schrägdach aufbaust, das gleichzeitig aber bei schlechtem Wetter zu einem zeltähnlichen Aufbau umgebaut werden kann. Erster Schritt, wir spannen wieder unsere Ridgeline. Dann legen wir unser Tab erstmal nur darüber. Genau bis zur Mittellinie und den Rest spannen wir einfach nur nach hinten ab. Fertig. Und sollte es doch mal etwas heftiger winden oder regnen, lässt sich diese Variante ganz schnell in einen zeltähnlichen Aufbau umbauen. So, mit dieser Variante bist du optimal gegen das Wetter geschützt. Der Vorteil dieser Variante ist, dass ich noch unzählige Möglichkeiten habe, durch ganz kleine Modifikationen unterschiedliche Aufbauvarianten hinzubekommen. Aber wie das geht, das zeige ich dir im nächsten Video. Denn jetzt bist erstmal du dran mit Üben, Üben, Üben. Ciao!